Slits, meine Damen und Herren, ist Nina Hagen. Und Nina Hagen kommt aus Berlin. Ja. Muss man eigentlich noch West dazu sagen jetzt? Also ich wohne in West-Berlin, ja. Jetzt ja? Ja. Die alte und sicherlich abgeklapperte Frage, die allen in ihrer Situation immer wieder gestellt wird. Ist das eine sehr maßgebliche Entscheidung gewesen für Sie? Gibt es so ein Gefühl wie Fremdsein, noch nicht zu Hause sein, wenn Sie nun also im Westen sind, in dem Falle in West-Berlin? Ach, das ist bestimmt für jeden so, der aus einem Land in ein anderes Land zieht, ja. Und insofern ist es eine Umstellung. Aber kein Gefühl von Exil oder sowas? Nee. 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 Als ich mich vorher ein kleines bisschen umgehört hat, hat mir jemand gesagt, die Nina ist in West-Berlin und pendelt zwischen West-Berlin und London und arbeitet mit einer Rockgruppe im Augenblick. Mhm. Und da war ich eigentlich ziemlich baff über das, womit Sie eben reingekommen sind. Hm. Ich kann eben meine Stimme ein bisschen verändern und so. Mhm. Und mache gerne verschiedene Sachen. Ich mache gerne Quatsch und singe gerne Rock'n'Roll. Und singe gerne verrückte Sachen und sehr schöne Sachen, wie jetzt zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, haben Sie das eigentlich als Quatsch betrachtet, was Sie jetzt machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass, wenn man mit so einem Lied reinkommt, wissen die Leute ja nicht, was man sonst macht und denken vielleicht, man meint das ernst oder so. Da kann man noch so eine Grimasse. Es gibt noch einen Titel, ich weiß nicht mehr. Ich bin ganz kurz, muss ich schnell dazu sagen, bin ganz kurz in Berlin gewesen, um einen Eindruck zu kriegen, was die Nina Hagen da mit dieser ziemlich ja, jungen Gruppe eigentlich noch zusammen probt. Ne? Ja. Und diese Gruppe ist noch nie aufgetreten. Nee, also so wie wir jetzt zusammen sind, sind wir noch nicht aufgetreten, aber wir treten auf. Wann, wo? Am 25. Februar zum ersten Mal im Quartier Latin in West-Berlin. Alle deutlich gehört? Gut. Kennt ihr Günther? Ja, kenne ich. Ja. Ja? Was ist das für ein Laden? Ein guter Laden, um sich zu zeigen, um Musik zu machen. Ja? Ja, man hört zu. Nina, wissen Sie, was da für Leute hinkommen? Können Sie ungefähr absehen, was das für ein Publikum ist? Na, auch alle möglichen Leute. Hm. Ja. Vom Alter her? Vom Alter her? Na, ich weiß nicht, da spielen oft Bands und auch viele Berliner Bands und so. Und da geht eben das Berliner Publikum hin, um sich da was anzugucken. Sie sind ja jetzt doch schon eine ganze Weile hier. 76 sind Sie gekommen, ne? Ja. Mhm. 77. 77 gekommen. Und haben sich ein bisschen umgeguckt in der Bundesrepublik hier nach dem, ich nehme den Begriff nochmal, weil es wirklich dafür keinen besseren gibt, sondern nach dem, was Szene in diesem Geschäft ist. Mhm. Was haben Sie denn für einen Eindruck? Hier. Mhm. Also ich finde, dass hier unheimlich viele Sänger wahnsinnig arrogant sind. Und dann finde ich, naja, das ist Leute, die neu anfangen oder so, und die wirklich was drauf haben, ja, die es unheimlich schwer haben. Und ich dachte immer, im Westen ist das so, die sind hier alle am Geld interessiert und wollen, dass es so schnell wie möglich vorangeht, ja. Ich weiß nicht, man muss hier auch ganz schön was dafür tun, um an die Kohlen zu kommen. Um auftreten zu können oder um einen Plattenvertrag zu kriegen. Ja. Oder? Also, aber wenn Sie das sagen mit der Arroganz, die es bei so vielen gibt, ein bisschen konkreter, ich will nicht unbedingt Namen haben, aber haben Sie denn, ja, wenn man von Szene spricht, spricht man leicht oder ganz schnell und selbstverständlich auch von Hamburg. Ja. Haben Sie in der Gegend eigentlich so Enttäuschungen erlebt mit Leuten? Ach, Enttäuschung, nee, Enttäuschung nicht. Ich habe da viele nette Leute kennengelernt und so und habe mich umgeguckt. Gott verzeugter Erzählen. Da gibt es gute Musiker, da gibt es gute Sänger und gute Sängerinnen und ganz gut, ganz lustig da. Aber vielleicht kann ich was über London erzählen, weil da habe ich Leute... Danach wollte ich gerade fragen, was ist denn das, was Sie nach London immer zieht? Da habe ich unheimlich lustige Leute kennengelernt. Und zwar ist es eine Damenkapelle, die sind so alle 17, 18, 19. Und die haben so vor einem halben Jahr oder so angefangen, ihre Instrumente zu lernen, zu spielen. Und die können jetzt auch zwei, drei. Genauso wie der Gabriel erzählt hat, dass sie früher auch angefangen haben mit dem Skiffle, 3 Griffe zu machen, fangen die jetzt auch an und ich finde das unheimlich gut, weil das sind Frauen und die haben von ganz alleine angefangen, weil es ihnen Spaß gemacht hat, Rock zu machen. Naja, und die sind eben so außergewöhnlich für mich gewesen, weil die ohne dass sie bekannt waren oder ohne dass sie schon eine Promotion hatten von irgendjemand, dass die so voll hinter ihrem Ding gestanden haben und die Leute auch wirklich hochreißen konnten und können. Die nennen sich übrigens The Slits. The Slits? Ja. Haben Sie eigentlich Kontakt mit den Sex Pistols, heißen die? Nee, die habe ich mal im Hotel gesehen in London. Das ist eine Punkgruppe? Ja. Erzählen Sie doch mal einfach, wenn Sie öfter in London sind, was Sie eigentlich für einen Eindruck haben von dem, was sich da im Augenblick abspielt mit Punk. Ist das was, wo Sie meinen, dass man das auch hierher übertragen könnte? Wird es das hier geben? Ach naja, das haben sich ja schon 1000 Leute über Punk ausgelassen und so. Ich habe keine Lust, das auch noch zu machen. Aber ich finde es unheimlich gut, dass da neue Leute und vor allen Dingen junge Leute anfangen, Musik zu machen. Und das muss ja immer weitergehen, ne? Mit der Musik. Und ja, da bin ich sicher richtig. Außerdem finde ich es unheimlich gut, dass da zum Beispiel viele Gruppen an einem Abend auftreten und man bezahlt trotzdem nicht mehr Geld wie für einen großen Star oder so. Und es macht unheimliche Laune. Zwischendurch spielen sie Reggae und die Leute tanzen wild zu Reggae-Klängen und so. Und das gibt es hier in den Diskotheken ja nicht. Ne? Hier wirst du vom Disco-Sound zugebuttert. Mhm. Ja, das ist sicher richtig. Nur was ich meine, das finde ich auch völlig richtig. Musik muss ja schließlich weitergehen. Dafür bin ich auch. Nur ich war bisher immer der Meinung, dass Musik, wenn sie weitergeht, also entweder mit Stimmen oder mit Instrumenten weitergehen müsste und nicht mit Haarfarbemitteln und Schminkzeug. Und das sehe ich eigentlich bei Punk doch ein bisschen deutlich. Denn Musik geht doch eher einen Schritt zurück, oder nicht? Wo? In London oder was? Gesagt. Und bei den Beatles hat man jetzt auch gesagt, was haben die mit Pilzköpfe mit Musik zu tun? Das Kriterium ist dasselbe. Nee, finde ich nicht. Bei den Beatles war es musikalisch auch wirklich was Neues. Ja, später. Die wurden immer früher in Frage gestellt. Erst als, wie heißt der, Karajan oder der andere Typ da, sagte, sie wären was Besseres, schreit die ganze Journalie, ja, die Beatles sind die Größten. Für uns waren die Beatles am Anfang, nach der ersten Platte schon die Größten. Und Rock'n'Roll war von Anfang an das Größte. Und darum geht's. Diese jungen Leute, die jetzt Punk machen, wollen doch nur ein bisschen den Schock, damit überhaupt mal hingehört wird, was da los ist, was sie für Probleme haben. Finde ich absolut richtig, dass man sich da eine Kette hier einbaut oder sowas. Absolut richtig. Finde ich richtig, um diesen Schockeffekt zu haben. Klar, sonst hört doch kein Mensch mehr hin. Wie Sie schon richtig sagt, man wird mit Disco vollgebuttert bis über beide Ohren. Und da kommen nun mal ein paar Verrückte und zeigen es, wie es anders geht. In dieser langweiligen Gesellschaft, die ja langweilig geworden ist, wo jeder uniformiert ist, wo jeder gleich aussieht, wo jeder die gleiche Haarfarbe hat und so weiter und so weiter. Ist das doch gut? Klar. Klar. Ja, trotzdem, also ich, auch wenn ich der Einzige bin, der hier sitzt im Augenblick von uns dreien, ich halte das nicht für so fürchterlich sinnvoll, wenn man vorhat, dass Leute einem zuhören, sich also eine Kette durch die Backe zu machen, geht mir nicht in den Kopf, wirklich nicht. Ich finde es auch bekloppt, weil wenn sich eine neue Musikrichtung oder Leute, die endlich wieder anfangen wollen, was Duftes auf die Beine zu stellen, wenn sie sich nur alle so uniformieren oder so, ne? Mhm. Dadurch ist die Kreativität auch wiederum in Frage gestellt. Und das glaube ich nicht. Also eine Kette in der Backe macht keine Kreativität kaputt. Die hatte eine ganz andere Funktion. Wenn es sich uniformiert oder so, dann auf jeden Fall. Ja, wenn die feinen Leute sich plötzlich auch so eine, das nenne ich Uniformiertheit. Wenn feine Leute, wenn sich Herr Münchenhagen jetzt auch so ein Ding da reinhängen würde, das nenne ich dann Uniformiertheit. Wenn also plötzlich das, wie die langen Haare, die ja plötzlich auch in die